hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 13.05.2021. Und unser DAX muss ein bisschen aufpassen. Der Kahn ist hier nicht weit gekommen und droht ein bisschen auseinanderzubrechen. Wobei man wirklich sagen muss, ganz so schlimm sieht es gar nicht aus, was er jetzt zum Mittwoch generiert hat. Das ist schon recht stabil geblieben. Da muss man schon sagen, wenn man so auch rechts und links guckt, wie die anderen Werte drumherum deutlich größere Abschläge verzeichnen konnten, hat sich unser DAX ganz stabil gehalten. Woran er sich sehr schwer getan hat, ist oben die 15.180, 15.200 rauszunehmen. Da hat man gesagt, darüber wird er halt, ja, wäre zu positiv, würde zu hohen Drive oben reinbekommen. Gut wäre es, wenn er hier unten drinnen bleibt und dann eben den nächsten Trigger runter macht. Das haben wir noch nicht gesehen. Also er ist noch nicht hier dran gewesen, trotz. Kann man mit Abwärtsgap? Ich glaube, er kam sogar mit Abwärtsgap rein, ne? Ja, genau, das war, hier hat er angefangen. Ja, kam sogar mit Abwärtsgap rein und dafür muss man sagen, hat er sich eigentlich ganz gut gehalten, ne? Master Dinge wird jetzt hier die 15.000. Also, die muss weg. Die muss weg. Das kann durchaus so eine Flagge sein, ne? Ähnlich wie das, was wir hier gesehen haben. Da haben wir zwar auch gesagt, das ist eigentlich untypisch, weil es schon viel zu lang ist, aber er hat es auch nach unten verwandelt gekriegt. Hier ist es mir auch so. Ist mir persönlich zu groß von den Ausschlägen und auch zu lang vom Zeitlichen. Wenn das als Unterbrechungsmuster für diese Bewegung gelten soll, dann hätte es bis hierher gereicht und dann weiter. Das wirkt ein bisschen unharmonisch so. Ja, und der Chart strebt schon immer nach einer gewissen Harmonie. Das sieht man immer wieder und das ist oft so, aber wir lassen ihn mal. Also ich glaube, man ist ganz gut dran, wenn man sich unten einfach ein bisschen an der 15.000 orientiert. Sollte dort nämlich nicht durchgehen. Na, und mit durchgehen meine ich auch wirklich fetten Stundenschluss drunter setzen und nicht bloß hier mal kurz 9,65 antippen und wieder zurück. Der muss da wirklich durch, der muss auch unten bleiben, weil Donnerstage, die sind, was das angeht, tricky dann für Ausbrüche. Kommt der nämlich hier nicht durch und haut von hier noch grüne Kerzen nach oben, dann kann er sich richtig lang strecken. Da steht er auch schnurstracks wieder oben an der 15.200, weil das ist dann seine Range. Dann macht er das, was er hier an der grünen Kerze gemacht hat und was er hier gemacht hat, das macht er dann in 2, 3 Stunden nochmal nach oben. Ne? Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen dann. Also der muss da drunter und der muss drunter bleiben und er muss die Schwäche zeigen. Sollte der dort aufdrehen und an der 15.000 nur nach oben rumfuchteln, grüne Kerzen, grüne Stunden, Einstunden, H1-Kerzen, ja, grüne Stundenkerzen reinwerfen, bestenfalls vielleicht sogar von 14.965, die dann mit Kerzenkörper über 15.000 bleiben. Also da müssen sie schon ein bisschen die Alarmglocken angehen. Das wäre dann eher positiv zu werden, bullig zu werden. Könnte dann nochmal hochdrücken bis 15.200, bis 15.95. Das sind dann so die Zwischenziele, 15.95. Nummer 1, 15.200 wäre dann Station 2. Da geht es aufzupassen. Andersrum kann man es aber genauso nehmen. Ne? Also, wie wir gestern eigentlich gesagt haben, geht er markant über die 15.200 raus, drückt er sich jetzt hier nach oben, dann macht er da oben das Gap zu an der 3.15. Ne? Das glaube ich dann schon. Also, jetzt zum Donnerstag, wo er gerne ja auch mal Strecke macht, da muss man ein bisschen aufpassen an den Kanten. Und die Kanten sind ja ganz klar 15.000 und 15.200. Das sind die Eckpunkte der letzten oder der letzten Tages, der letzten Tage und der Range, die wir dadurch gebildet haben. Ja, das ist um 15.200 und unten 15.000. Und da muss er raus, um neue Signale zu setzen. Schafft es unten raus? Schafft er auch die 9,65 da rauszunehmen? Ist dann 9,10 die nächste? Das ist dann hier das Gap. Und das hatte ich, glaube ich, gestern auch schon gesagt. Würde ich dann davon ausgehen, dass der auch tiefer geht. Na, also ich kann mir könnte es mir nur schwer vorstellen, dass er wirklich 9,10 und dann hart nach oben. Ist auch untypisch jetzt für das Gap. Ich glaube, der wird dann eher nochmal ein neues Tief machen. Da liegt schon alleine wegen den ganzen Stops, die hier liegen. Es legt ja keiner Stops ins Gap rein halt. Ne? Die Stops, die liegen hier. Also wenn er sich die Mühe macht, hierher zu gehen, wird er wahrscheinlich auch hier runtergehen. Na, und von daher würde ich denken, wenn der Bereich hier fällt um 14.965, auf jeden Fall aufpassen, aber nicht zu sicher rangehen, also nicht zu überzeugt und zu aggressiv, weil das ist jetzt, es ist schon stabil noch halt, ne? Steht nicht wirklich viel tiefer, als er jetzt am Vortag geschlossen hat, ne? Und das ist schon eine Stabilisierung. Und sollte der sich eher nach oben dann entwickeln, so über 15.180, über 15.200, würde ich dann zum Donnerstag tatsächlich dann eher, also jede Stunde, die da über 15.200 drüber geht, per Stundenschluss, glaube ich, stärkt die Tendenz Richtung 15.315 und dann vielleicht auch mehr.
Na, dann hätte er hier unten nämlich einfach bloß eine Bodenbildung abgeschlossen. Aber wir gucken mal halt. Ne? Wichtig ist, die beiden Bereiche im Blick behalten. Da dürfte man zum Donnerstag ganz gut zurechtkommen mit. Außerhalb dann ein bisschen Übertreibungspattern anspielen. Ne? Kann man dann durchaus reintraden. Dazwischen noch ein bisschen aufpassen, ne, dass man nicht zu sehr mit dem Kopf dann durch die Wand will, wenn der Markt das nicht bestätigt. Der muss es liefern. Der muss liefern. Muss richtig zeigen, dass es bricht halt, ne? Muss zeigen, dass es bricht. Wenn ihr seht, da kommt plötzlich hier das Segel hoch und plötzlich zieht sich hier die Leine von hinten und das Ding steht wieder stabil auf dem Wasser und nimmt Dampf nach oben auf. Na, dann aber Kopf runter, dann ist das so halt. Ne? Ja, also für mich sieht es schon aus, wie es kommt hier noch was unten raus, aber will ich auch sehen. Will sehen, dass der den Bereich hier rausgeschoben kriegt halt. Ne? Ja, und deswegen dort einfach ein bisschen aufpassen, wie die Kerzen aussehen, wie die Stundenkerzen aussehen von der Farbe her. Ja, dass man dann da nicht einen richtig auf die Nase kriegt, der dann plötzlich erst nochmal nach oben durchledet, weil er einfach nochmal Bock hat, bei 15.200 alle rauszuschmeißen und dann erst zu fallen. Hä? Da muss man einfach ein bisschen aufpassen dann. Gut, mehr kann ich hier gar nicht sagen. Wir können mal kurz in den Tageschart reingucken. Da haben wir die letzten Tage ein bisschen Bogen drum gemacht. Hängt hier so zwischen den Seilen, zwischen den Bändern, hat es noch nicht geschafft, die in eine Richtung aufzudrehen. Sie sind so eng gewesen wie noch nie, das haben wir hier gesagt. Das haben wir immer mal wieder gesagt, auch hier. Und hier seht ihr auch, ne? Ähnliches Verhalten unten angetippt, dann so eine komische Seitwärtskerze hoch. Wenn wir das jetzt hier betrachten, ne, aus einer Korrekturbewegung unten rein. Ich will nicht sagen, dass es oben rausgehen muss, ich will aber sagen, dass Bewegung ansteht. Ne? Ähnlich wie hier. Die kann sich oben und unten entladen. Das sehen wir dann daraus, wo der Markt dann aus dem Band rausfällt oder raussteigt. Denn er ist jetzt sehr am unteren Bereich und auch hier ist die 15.000 wichtig. Das heißt, auch am Tagesschluss unter 15.000 könnte uns hier durchaus einen Stein ins Rollen bringen, der vielleicht ein bisschen mehr schafft als nur 14,57, aber der muss halt auch erst der Tagesschluss runterkommen. Wenn der jetzt hier eine grüne Kerze reinwuchtet, die über 2,50 oder im Idealfall vielleicht sogar bei 3,16 steht, 3,15 den Tagesschluss hinstellt, dann könnt ihr euch denken, was zum Freitag passiert. Da brauche ich gar keine Analyse machen. Dann geht er hier oben auf die 450, 500, na, und dann fängt er an, hier oben rauszudrücken. Von daher, ne, das, was ich gerade gesagt habe, auf H2-Sicht nicht zu so aggressiv schon sein auf der Dings. Dann lieber Punkt für Punkt mit der Bewegung dann reingehen. Wenn der erstmal anfängt zu fallen, wenn der Stein wirklich rollt, dann kann man immer noch gute Positionen holen. Ne? Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Aggressivität vorm Start macht, obwohl er noch gar nicht richtig losgerannt ist. Ne? Obwohl er sich noch hier am Startblock einfach hin und her schiebt und reibt und ruppelt und sein Hintern da schön am Schleifstein hin bewegt. Ne, aber ist halt noch nicht, das ist noch nicht so ein richtiges Go halt. Ne? Ja, aber da sollten wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen im Blick behalten hier, wo die Tagesschlusskurse hingehen. Ich glaube, das dürfte jetzt die nächsten Tage durchaus dann auch ein bisschen Tendenz schon vorgeben halt. Ne? Also gerade hier alles, was Tagesschluss über 2,50 geht, würden ja gerne unten raussehen, aber ich würde mich dann einfach kurz zurückstellen. Dann würde ich mir, glaube ich, eher nochmal kurz einen Long suchen halt. Ne? Ich glaube, das geht dann oben raus relativ einfach zu traden. Jetzt haben viele die Erwartungshaltung, oh, der zimmert vielleicht unten raus, dann wird das vielleicht nicht bedient. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also Chance ist auf jeden Fall da, aber dann fehlt noch ein Stück halt. Er muss jetzt anfangen, hier rauszufallen. Dann wird es einfacher. Dann werden auch gehen auch Shorts leichter von der Hand. Ihr merkt das, viele, die vielleicht hier schon Shorts suchen, die merken das, werden immer wieder hinten rausgeschmissen, dann tritt der Markt wieder zurück. Das hört dann auf. Ja, das hört dann irgendwann auf. Dann fällt dann anders. Das wird man merken. Das ist eine andere Marktphase. Ein anderes Bewegungsverhalten, was er dann einfach macht. Ja, und von daher ist das sehr, sehr, sehr interessant, wichtig und spannend und ist natürlich auch eine Unterstützung, wenn man so will, ne? Von der sich der DAX durchaus stabilisieren kann. Hat man ja auch am, was war das hier, Montag jetzt schon gesehen. Nee, am Dienstag war das, ha? Warte, jetzt bin ich voll raus. Heute ist Mittwoch, gestern war Dienstag, genau, dann ist es Dienstag, ja, Punkt. Okay, das wollte ich euch zeigen und ganz wichtig, eben die Bereiche um 15.200 und 15.000 im Blick behalten. Das sind die entscheidenden Bereiche zum Donnerstag. Das sind die entscheidenden Bereiche. Ja, da wird man viel Signalqualität rausnehmen können aus den zwei Zonen. Gut, dann soll es das sein. Ich würde hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg. Übrigens, Christi Himmelfahrt ist kein Börsenfeiertag. Ne? Also die Kiste handelt ganz normal. Da nicht falschem Trugschluss unterlaufen. Nur vielleicht, weil vielleicht der eine oder andere Signaldienstleister in Deutschland Firmensitz hat und deswegen Feiertag macht, weil er einfach nicht am Feiertag arbeiten darf oder kann oder möchte. Aber die Börse hat offen. Ja, es ist kein Börsenfeiertag. Also von uns gibt es auch, die bei uns sind, werden alle versorgt über den Tag. Da
Da gibt es keine Ausnahmen. Wenn die Börse offen hat, dann hat die Börse offen. Na, gut. Also, in diesem Sinne, bis morgen. Ciao.